Hallo ihr Lieben, ja, ihr habt schon mitbekommen, so ganz rund läuft es im Moment nicht und auf Instagram hat hier auch schon geschrieben, dass mir nicht so gut geht und ich überlegt habe, eine Pause zu machen. Bei Instagram bin ich auch nur noch selten aktiv. Ja, und in diesem Video wollte ich euch ein bisschen erklären, was los ist. Natürlich nicht alles ins Detail, ist ja auch Privatsphäre. Und ich möchte euch wissen lassen, wie es im November und Dezember hier auf YouTube weitergeht. Ja, kommen wir mal dazu, was eigentlich los ist. Es gibt ganz, ganz viele Baustellen im Moment. Fangen wir einfach mal mit den Kindern an. Das bringt einen natürlich mit zwei manchmal an die Grenzen. Svea hat gerade so eine Mischung aus Zähnen und Wachstumsschub. Also die braucht eigentlich immer ständig alle Aufmerksamkeit. Was natürlich nicht funktioniert mit zwei Kindern. Und dann muss man da schauen, wie man das handelt. Das ist so der eine Punkt. Dann habe ich mich mit YouTube selbst ziemlich gestresst. Ich habe mir da extrem Druck gemacht und habe die Freude an YouTube verloren, was überhaupt gar nicht geht. Und deswegen muss ich erstmal wieder für mich selbst einen neuen Zugang zu YouTube finden. Irgendwie wieder dahin zurückkommen, dass ich das wieder nur aus Freude mache, ohne jeglichen Druck. Und dann ging es mir auch gesundheitlich nicht so gut. Ja, es gibt verschiedene Baustellen in meinem Körper, die jetzt so peu à peu einfach angegangen werden. Und es dauert so seine Zeit. Ich hoffe, dass ich bis Weihnachten wieder komplett fit bin, dass sich das bis Weihnachten alles geregelt hat. Aber sowas dauert seine Zeit, vor allen Dingen, wenn dann so mehrere Sachen aufeinander kommen. Und das hat mich alles im Allgemeinen geschwächt, hat mich schlapp gemacht, hat mich schon früh morgens unmotiviert aufstehen lassen. Das geht gar nicht. Ich bin so ein Mensch, ich habe immer Energie, ich will immer was machen, ich bin immer motiviert. Ich stehe früh auf und freue mich auf den Tag. Und ich bin die letzten 5 Wochen aufgestanden, habe mich gequält, aus dem Bett gequält. Ich habe es gehasst, früh morgens aufzustehen. Ich habe mich auf nichts mehr gefreut. Ich habe an nichts mehr Freude empfunden. Die kleinsten Aufgaben haben mich gestresst. Also es ist zum Beispiel immer sehr, sehr angenehm, draußen unterwegs zu sein. Und der Gedanke daran, es wäre jetzt anziehen zu müssen, den Kinderwagen aufzubauen, schon das hat mich gestresst. Es ging gar nicht mehr. Und deswegen habe ich alles runtergefahren. Ich habe den Vlogtober nicht zu Ende gemacht. Ich bin, wie gesagt, nur noch ganz, ganz wenig auf Instagram. Ich habe im Haushalt nur noch das Nötigste gemacht, wirklich. Ja, das ist ja auch nicht so meine Art. Aber es war halt einfach so. Und wenn ich mal wieder 2, 3 gute Stunden hatte, habe ich halt mal wieder was gemacht. Und ich habe versucht, wie gesagt, auch viel draußen zu sein. Das zu tun, was mir einfach gut tut. Ich habe viele Veranstaltungen, auf die ich wollte, abgesagt, weil es einfach auch nicht ging. Und ja, ich muss jetzt halt schauen, wie ich das einfach jetzt weitermache, den Rest des Jahres. Es geht mir schon besser. Also ich bin jetzt so ein bisschen, also ich glaube, ich will es nicht beschreien. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast bin, was jedenfalls meine Schlappheit, Ausgelaugtheit anbelangt. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt für den Rest des Jahres irgendeinen Weg finden, weil, wie gesagt, ich war an dem Punkt, wo YouTube mich gestresst hat. Also ich mich selbst gestresst habe, nicht ihr oder so, sondern weil ich mir einfach Druck gemacht habe. Hängt zum einen mit den natürlichen Upload-Tagen zusammen. Also dass es ja immer an bestimmten Tagen auch immer dann ein bestimmtes Video gibt zu einem bestimmten Thema. Und das hat mich einfach unter Druck gesetzt und das hat mich gestresst. Es war einfach zu viel. Es war eigentlich schon seit Monaten zu viel. Und jetzt ging es halt so einfach gar nicht mehr. Ich hätte den Vlogtober schon gar nicht anfangen sollen. Aber ich weiß nicht, ich kann es euch nicht so genau erklären. Jedenfalls habe ich mir für November und Dezember Folgendes überlegt. Es wird Videos geben, auf jeden Fall, weil nichtsdestotrotz macht es mir Spaß und es gibt Dinge, die ich euch zeigen möchte, von denen ich euch erzählen möchte. Es wird aber keine festen Tage mehr geben.
Es wird Videos geben, wenn ich sie fertig habe. Also wenn ich Lust habe zu drehen, dann drehe ich. Wenn ich Lust habe, sie zu schneiden, dann schneide ich sie. Und ja, es wird keine festen Videotage geben. Es werden Videos kommen, irgendwann, wenn sie fertig sind. Ich möchte mir im November, Dezember gar keinen Druck machen. Weil ja, auch Weihnachten steht vor der Tür. Das will ich auch genießen. Es ist unser erstes Weihnachten zu viert. Und ja, also es werden Videos kommen. Aber wie gesagt, zu keinen festen Tagen. Und es wird dann auch nicht so sein, dass wie samstags... Samstags kamen ja dann immer die Themen, die Themenvideos, wie unzensiert und so. So wird es nicht mehr sein. Das, worauf ich Bock habe, drehe ich. Und es kommt dann online. Und ja, ich kann euch nicht sagen, wie viele Videos es werden. Auf jeden Fall mache ich bei ein paar Weihnachtsaktionen mit. Es wird also auch wieder ein bisschen was zu gewinnen geben. Und ja, ich werde schauen, dass ich vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr auf Instagram poste, dass ich euch dort Bescheid sage, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten seht ihr das ja auch in eurer Abo-Liste, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Und ich hoffe, das ist für euch okay, weil das war jetzt so für mich der einzige Weg, wo ich gesagt habe, ich kann es weitermachen, ohne mir so einen Druck zu machen. Und ich möchte wieder einen neuen Zugang zu YouTube finden. Und ich habe schon so ein paar Ideen, wie ich das dann, ganz viele Pfützen gerade, wie ich das dann ab Januar handhaben will. Ich will auf jeden Fall die Videoanzahl pro Woche runterschrauben. Aber ich weiß es halt noch nicht hundertprozentig, deswegen ist das auch im November, Dezember ganz gut. Um mir darüber nochmal klar zu werden, werde ich euch dann auch spätestens Anfang Januar wissen lassen, wie es dann hier weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich werde dann einfach auch schauen, wie es mir selber dann geht. Ich hoffe halt sehr, sehr viel besser. Und ja, so sieht es im Moment aus. So ist der Stand der Dinge. So wird es weitergehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, das ist für jeden von euch da draußen so okay. Für mich ist es gerade so der einzige Weg. Ja, auch auf meinem Buchkanal ist sehr, sehr ruhig geworden. Deswegen natürlich... Wenn ihr da nach Input sucht, kann ich euch nur noch mal unseren Blog ans Herz legen. Den mache ich ja noch mit zwei anderen Mädels zusammen. Das heißt, auch wenn ich gerade nicht so viel beisteuern kann, tun es die anderen zwei. Und ihr habt ihr da verschiedene Sachen zu lesen. Den verlinke ich euch noch mal unten in der Infobox. Und freue mich jetzt auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder.